Danke, liebe Jeanette. Ich helfe dich. Ja, wie Ihnen? Kann ich gar nicht sehen. Guck mal, so. Genau. Hallo, meine liebe Schwurbler-Familie. Da bin ich wieder. Ungeimpft ist das neue Sexy. Sage ich immer wieder. Ich habe hier vor ein paar Tagen oder vor ein paar Malen oder hier öfters ein wunderbares Transparent gesehen. Darauf stand: Es hört nicht auf, wenn ihr gehorcht. Es hört nicht auf, weil ihr gehorcht. Und dementsprechend hatte ich heute, gerade heute, brandaktuell, habe ich da eine kleine Geschichte erlebt. Und zwar muss ich aus bestimmten Gründen einmal im Jahr zu einer Vorsorgeuntersuchung nach einem Arzt. Und zwar hier in einer Praxis in Wolgast, ich sage nicht welche, sie gehört zum Uniklinikum Greifswald. Ja, mir wurde die Tür geöffnet und eine Azubine öffnete mir, ließ mich hinein. Ich sagte, ja, ich habe 11 Uhr Termin. Ja, haben Sie eine Maske mit? Nö. Ja, Sie müssen hier aber eine aufsetzen. Nö. Wir haben hier aber Maskenpflicht. Wir müssen. Ich sag, nö, ich setz so ein Ding nicht auf. Ja, ja, was nun? Naja, sie war etwas hilflos. Und da ich auch ein Herz für hilflose Menschen habe, habe ich zu ihr gesagt, passen Sie auf, wir machen das so. Ich rufe im halben Jahr wieder an und mache dann einen Termin für nächsten September in der Hoffnung, dass dieser ganze Unfug hier vorbei ist. Ja. Wir können doch nichts dafür. Ich sage, ja, das Uniklinikum. Ich habe es mir gerade noch so verkniffen, um zu sagen, oh ja, Putin hat Schuld. Naja, jedenfalls kam dann noch eine etwas ältere Schwester dazu und sie guckten sich dann an und dann fragte die kleine Azubine, die große Schwester daneben, ja, was soll ich denn nur einschreiben? Dann sagte ich, schreiben Sie doch einfach rein wegen notorischem Ungehorsam. Ja, das klappt. Ja, Schulterzucken, gut, wurde so gemacht. Ich rufe da im März wieder an, um zu fragen, was da nur losgeht. Okay, ja, Sie können ja nichts dafür. Sie haben ja nur Ihre Anweisung. Ach, naja. Gut, okay, aber ja, aber da ist es. Das sind diese ganz kleinen Nadelstiche, die jeder von uns tun kann. Ein bisschen ziviler Ungehorsam. Es müssen nicht die großen Aktionen mit Feuerwerk und Tralala und 5000 Leute sein. Diese kleinen alltäglichen Nadelstiche, das ist ziviler Ungehorsam. Tragt diese Botschaft weiter an eure Freunde, Bekannte. Denn es hört nicht auf, weil sie gehorchen. Es ist doch ein Unding. Und noch dazu, ab 1. Oktober wird die Soße wieder schärfer. Es ist nun auch so ein Anliegen, wir sind hier, ich bin seit dem Sommer, ja, vergangenen Jahr, war es vergangenes Jahr, Sabine, war das vergangenes Jahr, als wir mit 15, 20 Leuten Poste standen, Mahnwache, daraus ist hier Wolgast entstanden, eine großartige Bewegung, sozusagen. Die Wurzel dessen, was man jetzt Bewegung nennt. Es bringt nichts, dass wir nur zu diesen Großveranstaltungen, so toll sie sind, in Lubmin rennen. Hierher zum Ursprung müssen wir wieder mehr Leute finden. Ich bin nach wie vor der Meinung, nicht die Quantität ist ausschlaggebend, sondern die Qualität. Ich laufe lieber mit 200 Leuten jeden Dienstag hier lang, von denen ich weiß, dass sie zu ihrer Meinung stehen,
und dass ich auf mich auf sie verlassen kann. Als mit 5000 Leuten, wovon mehr als die Hälfte doch wieder auf der Couch sitzt und Frauentausch guckt. Also, macht Werbung für diese kleinen Veranstaltungen hier in Wolgast, in Anklam, in Greifswald. Das Orga-Team reißt sich hier den Hintern auf bis zum Halswirbel. Es ist eine Herzensaufgabe dieser Leute. Und ich mag diese Leute, obwohl ich nicht... Ja, den haben sie verdient, den Beifall. Obwohl ich nicht Teil dieses Orga-Teams bin, aber trotzdem... müssen diese Arbeit irgendwie wertschätzen und am besten können wir das dienstags 19 Uhr am Kai. Es ist kein Grillwetter mehr. Diese Ausrede zählt nicht mehr. Und ich muss euch sagen, ich habe etwas ja, in meinen Augen sehr Abscheuliches gesehen. Und zwar, dieses Ganze, was hier passiert, beruht ja darauf, dass die Oberen mit der Urangst der Menschen spielen. Der Urangst vor Krankheit und Tod. Damit verunsichern und verängstigen sie die Leute. Und nun habe ich was ganz Abscheuliches gesehen. Einen Werbespot einer großen deutschen Versicherung, die mit N anfängt und mit Irrenberger aufhört. Wenn's man bloß die Würstchen wären, Heiko. Nein, und zwar geht dieser Werbespot so. Jeder Zweite erkrankt in seinem Leben an Krebs. Wir zahlen Ihnen bei Krebsdiagnose 100.000 Euro. Schließen Sie die Krebsversicherung jetzt an. Es ist an Abscheulichkeit nicht zu übertreffen. Aber so funktioniert's. Und dagegen müssen wir standhaft bleiben. Also, in diesem Sinne, liebe Schwurbler-Familie, Widerstand lässt sich nicht verbieten. Bleibt standhaft. Dankeschön.